Hallo und herzlich willkommen bei Instalot. Ich fange mit meinem ersten Video an und das ist tatsächlich wieder ein Chris Watts Fallvideo. Ich habe schon auf meinem Podcast-Kanal Links bekommen von einem Video, welches doch ziemlich interessant ist. Und zwar, wir alle bzw. viele kennen ja die Aufnahmen von dem Polizisten, als Chris nach Hause gekommen ist und sich das Auto angeschaut hat, beziehungsweise ich übersetze gerade Kapitel 16 vom Shalynn Cadle Buch. Und genau darum ging es jetzt gerade eben, dass er ja durch das Garagentor musste und dass ja auch das Pad kaputt gewesen ist und dass es nicht ganz so einfach war, da jetzt reinzukommen, beziehungsweise wollte die Polizei halt fragen, ob es Möglichkeiten gibt, da aus dem Haus rauszukommen. Auf alle Fälle kommt Chris Watts, da er ja angerufen wurde und Nicole Atkinson ja schon die Polizei angerufen hat. Ich glaube, 2 Uhr war das. Und er geht direkt zum Auto und das sieht man im Video auch. Und da haben mich auch viele gefragt, was ich denke, was er da gemacht hat. Und ich bin mir da nie so bewusst gewesen, ob das wirklich jetzt was sein könnte, weil viele dachten ja, da holt irgendwas raus, was Nicole Kessinger gehört. Macht für mich ja auch Sinn. Man weiß ja nicht, ob sie was damit zu tun hatte oder nicht. Auf alle Fälle, schaut schon komisch aus, weil wenn ich mir jetzt so das ganze Videomaterial anschaue, in dem man auch sieht, dass er diesen Ring dann nachher der Polizei zeigt und auch irgendwie so komisch. Also, für alle, die mich nicht kennen, also ich bin aus dem Autismus-Spektrum und für uns ist es tatsächlich so, dass wir selber überhaupt nicht lügen können. Aber dafür merken wir aber auch, wenn jemand anders lügt. Also Ehrlichkeit ist uns sehr, sehr wichtig. Wir können gar nicht anders. Und ich persönlich finde jetzt schon, dass es ziemlich gestellt rüberkam. Also das ist so etwas, wo ich mir jetzt da so denke, also wenn ich jetzt vor ihm gestanden wäre, würde ich jetzt lachen. Ich weiß, dieser Fall ist definitiv nicht zum Lachen. Deswegen sollte ich mich mal falsch ausdrücken. Bitte seid mir da nicht böse. Das ist nicht böse gemeint, sondern wir sehen immer alles sehr pragmatisch. Und jetzt in dem Moment, wenn jemand dann auf einmal so komisch sagt, so, ich habe hier einen Ring, der hat den Ring da gelassen, dann denke ich mir so, okay, ganz schön komisch geschauspielert. Das ist so der Grund, warum man dann lacht, wegen der Allgemeinsituation ganz bestimmt nicht. Auch wir empfinden Emotionen und wissen, dass das gerade ziemlich in die falsche Richtung geht. Auf alle Fälle würde ich gerne mit euch dieses Video anschauen wollen, da er wirklich etwas Kleines rausholt. Und ich wüsste jetzt nicht, was er jetzt von Nicole Kessinger da jetzt rausholen sollte. Ja, vielleicht noch einen Schlüssel, aber es schaut jetzt schon so aus, ob es was Kleines wäre. In Bezug dazu, wenn man sich das jetzt anschaut, wie er diesen Ring der Polizei übergibt, finde ich schon, dass es sehr schlecht gelogen ist. Ist wieder nur spekulativ, ist meine persönliche Meinung, aber auch von vielen anderen, denn sonst würde es dieses Video ja nicht geben. Ich würde sagen, wir schauen uns dieses Video an und dann gucken wir mal, was ihr da so seht. Ja, würde ich jetzt mal meinen. Okay, gut, das ist dieses Video. Jetzt muss ich mal nur mal kurz testen, ob man auch was. Nee, man hört sowieso nichts. Das war ein Video nur mit englischem Text und das haben wir jetzt einfach rausgemacht, weil die meisten ja eh Übersetzungen haben wollen. Da stand jetzt nur eigentlich genau dasselbe drin, was ich schon gesagt habe, dass er auch Zuschriften bekommen hat und dass er das komisch fand mit dem Auto, dass es wirklich komisch aussah, dass er zum Auto gegangen ist und da einfach was Kleines rausgeholt hat. Man sieht ja auch, dass er was geholt hat. Ich glaube, er hat versucht, das Bild zu vergrößern. Genau, und zu gucken, was man da so finden kann. Also hier sehen wir jetzt diese Aufnahme. Natürlich ganz hektisch. Das fand ich auch irgendwie komisch. Ich finde das ja allgemein ziemlich. Ach, man kann da nicht reingucken. Auf alle Fälle sehen wir es jetzt. Und es wird dann auch nochmal vergrößert. Okay. Hängen geblieben? Nee, also da sieht man jetzt irgendwas Kleines vom Boden. Vom Boden. Was aber auch komisch ist, weil man sagt ja eigentlich, dass er Shannon hinten lag, ne? Aber es ist ja aber auch nicht. Es ist ja auch nicht der Wagen, ne, mit dem er gefahren ist. Ich meine, der Wagen, mit dem er sie ja weggebracht hat, stand ja draußen. Das ist jetzt der Wagen von Shannon, der übers Wochenende in der Garage stand, weil sie ja nicht da gewesen ist. Sie war ja
ist ja eine Geschäftsreise gewesen. Also, was holt er da raus? Also, kann das jetzt tatsächlich ein Ring sein? Weil, also, der Video-Creator geht wirklich davon aus, dass es der Ring gewesen ist. Und wie gesagt, wenn ich mir das so anschaue, finde ich auch, dass es ziemlich schlecht gelogen ist. Aber ich bin, wie gesagt, auch gar kein Lügenprofi. Ich habe leider echt Schwierigkeiten damit, auch rauszufinden, ob jemand lügt. Also, ich bin ein sehr naiver Mensch. Das bringt einfach Autismus mit sich. Ich kann jetzt aus diesem Bild auch nicht wirklich was erkennen. Also, das ist wie mit den Aufnahmen von Nicole Kessinger angeblich bei der Überwachungskamera. Ist schwierig. Also, ich finde, dass die Aufnahmen ziemlich unscharf sind. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nur nicht, warum er im Lexus sein soll, der Ring. Das ist jetzt der nächste Punkt. Aber wir wissen ja alle, dass alles ziemlich durcheinander ist. Also, seine Aussagen. Ja, da hat er es nochmal versucht zu vergrößern. Man könnte jetzt, vielleicht hat er hier die Hand offen und man könnte vielleicht sagen, da, ist das ein Ring? Schwierig. Ja, genau, und jetzt kommt das dann mit dem Ring. Der geht jetzt einfach gezielt ins Bad oder ins Zimmer, ich weiß nicht. Er ist eh allgemein irgendwie... Ich glaube, das Bad ist aber auch... Ich glaube, da im Schlafzimmer und dann rechts daneben ist ein Bad. Das ist in Amerika normal, ne? Also ich glaube, da ist das Bad und dann geht er raus und dann, ja. Auf alle Fälle geht er gezielt ins Zimmer. Finde ich schon suspekt. Und dann auf einmal... Genau, das meine ich. So. Ich habe ja einen Ring. So. Mal kurz hören, ob man... Ja, genau. Und da schaut ihn auch so komisch an. So. Und das ist irgendwie so... Das ist der Ring da, das ist jetzt eindeutig. Das ist irgendwie schwierig, ne? Also ich finde, das ist echt ganz, ganz schwierig, dass man da sagen kann, so, jetzt hat er den Ring und sagt, stellt sich so hin wie, jetzt ist es eindeutig. Sie ist gegangen, weil sie will die Scheidung irgendwie. Aber ich finde das irgendwie ganz komisch gespielt. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt, weil wir wissen ja auch, dass er irgendwie, weiß ich nicht, notorischer Lügner ist. Finde ich auch ziemlich interessant, jetzt zu wissen, was ihr davon denkt. Oder, ich weiß nicht, schreibt es mir in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren, weil dieses Video ist jetzt schon sehr interessant, aber ich frage mich, was der Ring jetzt in ihrem Auto zu suchen hat, da ja er mit dem anderen Auto gefahren ist. Andererseits, die K9-Einheit, also die Hunde, die Spürhunde, haben, glaube ich, auch angeschlagen beim Lexus. Ich weiß nicht, weiß da jemand noch Bescheid? Ich glaube, da war was, dass die irgendwie bei dem Auto angeschlagen haben. Von dem her, also falls jemand noch konkrete Antworten dazu hat, dann doch bitte in die Kommentare schreiben. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir dieses Puzzle nach und nach zusammensetzen können, weil dafür machen wir das ja auch alles, um, ja, es ist ein Teil Neugierde, klar, es ist aber nie respektlos bei uns und dafür danke ich. Ich kriege immer wieder mit, dass ihr Bruder und die Familie irgendwie immer wieder in Rechtsstreitereien verwickelt sind, weil andere Kanäle einfach zu aggressiv sind und auch viele der Familie von Shannon Schuld zuschieben, auch jetzt im Nachhinein, dass sie Geld machen wollen, finde ich alles sehr traurig, weil schlussendlich, wer sind wir denn, dass wir das wirklich so konkret wissen? Wir sind weder die Bankangestellten, die die Accounts verwalten, wir sind auch nicht die Krankenschwestern von ihnen, haben keine Krankenakte in der Hand und auch keine Polizisten. Und dennoch nehmen sich viele Leute das Recht raus, sie sehr zu beleidigen. Und ich bin wirklich froh, dass meine Kanäle nicht so sind. Also ich hoffe und ich werde auch dafür mich darum kümmern, dass dieser Kanal nicht so sein wird. Es gibt natürlich schon ab und zu ein paar Leute, die sind ein bisschen... Ja, da muss man schon wirklich aufpassen, weil ich finde, das ist sehr wichtig, gerade bei Opfern, dass wir den Respekt einhalten. Es ist aber nicht respektvoll, wenn man den Opfern, die sich nicht mehr äußern können, Schuld zuschiebt, ganz egal, wie schrecklich ein Charakter ist, das rechtfertigt kein aus dem Weg räumen. Genau, ich muss nochmal aufpassen, was ich sage. Auch dieser Kanal wird so aufgebaut werden, dass ich aufpasse, was ich sage, da YouTube ziemlich streng ist mit den Wörtern. Ja, also ableben, dieses Wort, daran werdet ihr euch leider gewöhnen müssen. Von dem her, genau, das ist dieses Video gewesen, fand ich ziemlich interessant. Ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare, was ihr dazu denkt, ob das wirklich jetzt der Ring sein könnte, ob ihr auch schon was davon gehört habt oder wie das gewesen ist mit der K9-Einheit bei Shannons Lexus. Und
ja, wie es dazu gekommen sein konnte, dass er da nochmal direkt, vor allem, ich glaube, er ist direkt auch zum Auto gegangen, ohne dass er da irgendwie groß mit denen geredet hat, sondern er hat aufgemacht, hat also begrüßt, aufgemacht, ist direkt zum Auto gegangen und hat da irgendwas rausgeholt. Und darum geht's. Was ist da passiert? Was hat er rausgeholt? Weil kurz darauf kam er dann mit dem Ring um die Ecke. Ja, würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Genau, also ich sag danke fürs Zuschauen und wenn euch diese Art von Video gefällt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr andere Dinge habt, über die wir sprechen können, zum Beispiel auch gerne aktuelle Fälle, das geht ja jetzt, da ich bei aktuellen Fällen oft überhaupt kein Bildmaterial habe und so können wir dann einfach über diese Fälle sprechen. Oder vielleicht Untersuchungsbericht von Bella, Sissy und Shannon, weil viele hatten da sehr viele Fragen, die sie durch diese Autopsieberichte nicht klären konnten. Deswegen solltet ihr Fragen haben, schreibt es einfach in die Kommentare. Genau, ich überlege gerade, ob das Wort gesperrt wird oder verrückt. Danke fürs Zuhören und Zuschauen diesmal. Ja, dann auf bald. Bis dann.